Willkommen Leute, zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft oben. Und ich habe gerade mal so gewollt mir den Sonnenuntergang angucken. Ach schön. Naja, wir haben ein bisschen wenig Leben und ein bisschen Hunger. Aber dafür haben wir mittlerweile eine Menge Compressed Cobblestone. Und die Kiste ist schon wieder ziemlich voll. Es ist schon krass. Ich habe ein bisschen was zu sagen. Es leckt ein bisschen. Upsala. Ja, es pendelt sich schon ein. Zum einen, wo habe ich meine Sachen getan? Hier. Ein Rare Loopback. Mit einem Emerald und Redstone. Nice. Pennen. Ein paar Sachen, die ich so vorhabe in der nächsten Zeit. Zum einen erstmal essen. Wollen wir essen? Wir haben sage und schreibe 0 Essen. Wir müssen uns unbedingt mal ein bisschen mehr Essen kümmern. Dann haben wir jetzt hier diese voll fette Mobfarm. Ah, jetzt wo die ganzen Sachen hier weg sind, kann da auch tagsüber nichts mehr spawnen. Also wenn wir regelmäßig schlafen gehen, ist das der einzige Punkt, an dem was kommen kann. Jetzt haben wir Compressed Cobblestone, wie Sau. Das kann man eigentlich immer hier so ein bisschen reinpacken. Macht einmal so. Dann drückt man auf hier auch Rezept und macht dann einmal so. Zunk. Und jetzt kann man die ganze Zeit hier auf Rezept. Zunk. Ups. Rezept, Zonk, und Rezept, Zonk, so. Es ist viel. Compressed Cobblestone. Der Witz ist, es ist an sich eigentlich noch recht wenig. Denn wenn man das hier macht, kriegt man Double Compressed. Und das ist eigentlich das. Auch das ist noch nicht das, was ich haben möchte. Denn wenn man daraus kann man dann Triple Compressed machen. Und auch das ist nicht das, was ich haben möchte. Ja, wir haben noch ein bisschen zu tun. Gleichzeitig arbeiten die Transfer Nodes natürlich schon ziemlich hart. Witzigerweise, das wollte ich noch eben schnell. Ich teste Offscreen ja gerne ein bisschen aus. Ich habe noch eine andere Welt. Da laufe ich aber mittlerweile nur noch in Creative rum. Da habe ich eigentlich damals so gespielt. Jetzt habe ich das in eine Creative Test World umgewandelt. So, da hauen wir das mal eben wieder raus. Das hauen wir weg. Und Stein haben wir, ja. Zonk, zonk, zonk. Das können wir zuhauen. Und wir können das alles hier ein bisschen komprimieren. An sich ist es so, haut man da zwei World Interaction Updates rein, dann arbeitet es schon doppelt so gut. Wir können diese ganze Reihe hier voll mit World Interaction Updates machen und erst dann ist eine zweite Transfer Node möglich. Und das habe ich offscreen beim Testen rausgefunden. Das heißt, bei Zeiten können wir eine neue World Interaction Update raushauen und immer mehr, wo haben wir den Transfer Nodes rein, ach, die Transfer Pipes reingepackt. Hier. Nee. Haben wir alle verbraucht? Auf jeden Fall können wir die Transfer Node wieder weghauen. Und wir können das hier. Ich habe die Spitzhacke mitgenommen. Aua, aua. Oh. Fast an sowas Lächerlichem gestorben. Wir essen mal ein bisschen Zombie-Frame. An sich haben wir keine Essensprobleme, nur Hungerprobleme, weil wir kriegen ja immer schnell wieder Hunger dann. So. Ah, wobei, die ist ein bisschen Baukoppel, kann man ja immer gebrauchen. Ich wollte aber Flint, ne? Ja. Einen Flint. Machen wir den Flint. Feuerstein. Da. Einer reicht vollkommen. Ey. Oh, falsch. Nee, eigentlich nicht. Ach, hier. Ja, hier muss der Flint auch rein. Wir brauchen... Oh, wir brauchen so massig Kobbel. Vergleichsweise. So. Zonk.
Jetzt hätte ich gerne Dolly. Wobei, es geht. Es geht. Was eine Dolly ist, kann ich erklären, aber es ist eigentlich uninteressant für euch. Noch. Dolly ist halt eine Sackkarre. Nichts anderes. So. Ich hätte nur noch gerne eine mit Lack. Oh Mann, wie gern hätte ich was mit Lack. Wisst ihr was? Nee, können wir nicht machen. Könnten wir schon machen. Ich würde allzu gerne noch ein bisschen die Hatchet machen, ne? Ich meine, wir haben ja Zombie Brain. Daran hat's ja gehapert. Ich würde am liebsten... am liebsten noch wieder ein bisschen... Was macht ihr denn da? Am liebsten noch wirklich noch ein bisschen was... Das ist eine Hexe, ne? Mit Zombie... Nicht mit Zombie Brain, sondern mit Hatchet machen. Ich will die leveln. Ich brauche dieses Luck-Update wirklich sehr dringend. Mal, wisst ihr was? Die ist schon auf Expert, wobei. Ich nehme nochmal eine neue mit. Ups, also vorsichtig wieder runter. Ich nehme nochmal eine neue mit, die ich level. Ich meine, das ist eine Silk Touch. Die ist eigentlich an sich schon reicht. Also Silk Touch und gut ist. Mehr Haste und so, pff, ist egal. Ich meine, wir haben unsere Bone Hatchet, die ist schon auf Godlike. Also wirklich auf Maximum. Und das reicht mir. Zack, und... Zack, wobei Quatsch, für wir machen eine Bone Meal, ne? Wobei Quatsch. So. Nein. Ja. Zonk und Mini Tool Rod. Nicht blöd, so. Genau, dafür brauchen wir Bone Meal. Bone Meal reicht. Haben wir Bone Meal? So rumliegen? Nein, tatsächlich nicht. Aber wir können ja aus Bohnenmehl machen und sparen uns gleich was. Genau. Das wäre Verschwendung. So. Und dann noch. Zack. Und fertig. Und hier rein. Nicht die, sondern die. Keine. Eine Medoc ist schon ziemlich cool, aber die brauchen wir nicht. Momentan. So, eine neue Axt. Die leveln wir. Ist der Tool-Dingens... Ich will es nicht riskieren. Nehmen wir mal mit. Flint habe ich auch dabei. Zombie Brains. Immer schön mitnehmen. So, ich will ein bisschen Holz haben. Alles, was noch so irgendwie rumflattert, irgendwann in der Luft, können wir uns später sowieso holen. Entweder wenn wir fliegen können oder wenn wir einen speziellen Block haben, das ist natürlich um einiges komplizierter, als wenn wir fliegen können. Ich lasse das, glaube ich, bis wir fliegen können. Dann, denn da schere ich mich jetzt auch nicht drum, wenn dann ein Mob auf einem Feld irgendwo mitten in der Nacht spawnt. Und dann ist okay. Wobei, wisst ihr, was wir machen können? Wir nehmen uns einen Eimer Wasser mit, das reicht vollkommen aus. An dem Eimer Wasser können wir um einiges mobiler sein. Rutsch. Und alle sind zufrieden. Ich könnte mal eben runter, mal eben. Einmal mal gucken. Dann können wir uns auch irgendwann mal Leitern endlich machen. Boah, da liegt ja alles hier. Wie lange spielen wir schon? Na gut, ein bisschen was ist schon despawned, aber schön. 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 Zonk, Division Siegel. Sacred Sapling, da wird sich jemand freuen. Gold. Goldapfel. Vibrant Alloy. Schön. Ein Eisenschwert. Eine Mana Bottle brauche ich nicht. Oh, Xertus Quarz. Schön. Und Minicio Seeds wie Sau, eine Iron Harnish. Ey. Irgendwie kann man da nichts hinhauen, da wo das vorherige Gedöns war. Und Pfeile wie Sau, schön.
Schön. Minisio-Seeds, das freut mich. Das freut mich tatsächlich sehr. Denn das war das, was fehlte. Jetzt können wir uns tatsächlich noch ein paar Dirt-Crops machen, um da ein bisschen mehr ranzugehen. Das ist nämlich schon so eine Sache. Dirt-Crops hätte ich ziemlich, ziemlich, ziemlich viele gerne. Wobei ziemlich viele reichen. Also an sich würden mir 9 reichen. Denn wenn wir 9 gleichzeitig haben, können wir mit der Watering Can eigentlich ziemlich, ziemlich schnell die Essenz noch farmen. Und ja. An sich werden wir von allem, was nötig ist, später nur noch eine brauchen. Beziehungsweise von allen, glaube ich, nur noch eine brauchen. Aber bis wir da sind, da brauchen wir eine Menge Kobbel für. Und bestimmt kann sich jetzt schon der ein oder andere denken, was ich meine. So, wir müssen einmal in die Schmelze. Denn wir haben schön, schön, schön viel Eisen. Das ist ja immer noch Eisen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Das Eisenschwert kommt auch da rein. Kann alles eingeschmolzen werden und werden für alles nochmal mehr Iron. Das ist auch schön. Wir können den Goldapfel auch einschmelzen, glaube ich. Ja, können wir. Kriegen wir auch Gold raus. Aber glaube ich nicht so viel Gold, wie man für den Goldapfel an sich bekommen würde. Wir können das Division-Siegel in Eisen umwandeln. Ich dachte, wir hätten 10 gekriegt. Schade. Wir haben ja noch ein Division-Siegel. Und so Sachen halt. Zertus-Quarzan, ein Vibrant Alloy. Das haben wir mal hier unten rein. Wobei ich will das ja eben mal sortieren. Ich habe ja diesen Dark Steel. Weiß ich nicht, ob man das umändern kann. Da ich mir jetzt nicht sicher bin, hau ich es mal weg. Davon kriegen wir eh noch genug. Die können wir mal tragen, solange wir dann keinen Helm haben. Den können wir ruhig tragen, den können wir ruhig tragen. Was bringen die denn? Air Discount, schön. Na. Zombie Brain weiß ich nicht, das ist Tomcraft, das brauchen wir eigentlich nicht. Name Tag ist genial. Wollen wir uns endlich mal ein Haus-Zombie oder ein Haus-Creeper machen? Später. Zombie Brain, wir haben mehr zu essen. Wir haben mehr zu essen. Nitawarzen sind super Strings. Können wir Wolle draus machen? So. Das kann man mit Wolle machen. Wir können das Steel Workbench machen. Eine Fuzzy Card. Oh, das ist natürlich viel. Na, 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 alles Deco-Craft. Das auch noch. Der hat irgendwann mal in ferner Zukunft benutzen. Ah, jetzt kommt's. Ein Enderbag. Ein Soundmuffler. Ist ein Muffler nicht ein Auspuff? Ein Biomabsorber. Ein Shield-Template. Aha. Ein Witchery. Ein Time-Absorber. Place a block outside and give it a redstone-Signal around the time that you want to absorb. You can use the Ender. What? Ich kann eine bestimmte Uhrzeit löschen? Ohrenschützer waren da gerade. Cool. Was können die denn? Project vom Mind. Okay. Ich kann Teppich machen. Die werden wir später sehr, sehr nötig haben. Enderbag. Endertank. Sheepseeds, dann können wir Wolle quasi auch anpflanzen, brauchen wir aber nicht. Wollen Steas brauche ich nicht. Wir können eine Maus machen. Was sie bringt, weiß ich gar nicht. Weiß ich echt nicht. Paint. Ja, wir können es anmalen. Wir können Zeigefinger machen. Oh, so viel Zeug. Also die gefärbte Wolle. Was ist das? Secondary Sieve. Wir können mit Tinten, ist die Wolle so, ja, die ändert sich nicht, ne? Doch. Haben wir Tin? Haben wir Zinn? Ja, haben wir. Wer meint Tin das? Oh, 40 Eisen, schön. Und was denn das da rein? Zonk. Zonk. Oh, schön.
Oh, Zuckerrohr. Wir haben Zuckerrohr. Was ist das? Ember. Ember brauchen wir nicht. Ich glaube, mit Towncraft werde ich mich nicht so großartig beschäftigen. Es ist langweilig an sich. Aber wer es anders findet, dem sei es seine Meinung gesagt, aber ich finde es langweilig. Kann man hier eigentlich auch aus Pfeilen was Schönes machen? Ender Arrow lässt mal das Spiel abstürzen. Ja, nicht viel, ne? Man kann... Naja. Munition machen. Zong. Oh, jetzt kriegen wir so viel Zeug, Leute. An sich die Pfeile heraus. Goldapfel. Oh, unsere Rose können wir mal wieder tragen. You must perform activation ritual. Die leuchten doch, die sind noch aktiviert. Vision Siegel, inactive. Wieso ist das inactive? Das leuchtet. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Haben wir Diamanten? Nee, aber natürlich nicht. Ach. Ah, jetzt sind sie inaktiv. Ach, das leuchtete gerade, weil es 0 Uhr war. Um 0 Uhr kann man das aktivieren. Oh, da kriegen wir jetzt mal einen neuen raus. Schön. Oh, Eisen kriegen wir sowieso immer wie Sau. Eisen. Ja, an Eisen mangelt es uns nicht. Zunk. Ey. 40 waren das, ne? Das heißt, wir können es noch zweimal benutzen. Dann ist zu wenig drin. Den können wir nicht schon wieder mitnehmen. Den brauchen wir nämlich gleich. Ey. Falsche Taste. So. Zunk. Fließ. Mit der Tinkerns Construct Schmiede ist noch ziemlich nutzlos. Aus den Sachen irgendwelche Sachen zu gießen, also zu ergießen. Das ist momentan noch nicht so wirklich nützlich. Und naja, mal sehen, wann es nützlich wird. So, holen wir uns mal das hin. Zack. Zack, das waren glaube ich noch 4 Eisen. Machen wir die auch mal rein hier. Wisst ihr, und das ist einfach so effizient. Vor allen Dingen, wir haben jetzt schon eigentlich das Eisen. Fast. Nicht fast, wir haben das Eisen, um uns... Ja. Um uns einen neuen Hopper zu machen. Die um einiges effizienter den ganzen Loot aufsammeln. Als ein Vakuumhopper. Der kann zwar, ist zwar ressourcensparsamer, uiuiui, aber das Problem an einem Vakuumhopper ist einfach die Sache, er sammelt die Sachen nicht so schnell auf. Ich glaube, da kommt das Aufsammeln nicht hinterher. Du hast zwangsläufig Sachen despawnen. Hast du einen neuen Hopper? Hast du einen neuen Hopper, dann ist alles in Butter. Ne? Die Reihe haben wir schon. Minisio Seeds kann ich auch drauf packen. Ich wollte mir neuen Dirt Seed machen. Wir haben gerade gar keinen. Haben wir noch hier was drin? Nein. Hauen wir nochmal ein Zombie Brain und das kann man nicht kompostieren. Wieso habe ich da noch ein Eisen in der Hose? Und wir brauchen 3 oder 4? Ich glaube, es waren 4. Zack, zack. Scheiße. Warte, ich habe ja bei Wolle geguckt, ne? Use. Ey. Are you? Nee, erstmal wollte ich auf A gucken, haben wir mich nicht gesehen. Oh, was ist das denn? Ach so, das ist einfach nur die, das sind die Vanilla-Rezepte. Kannst pulverisieren. Kann Scheuchlein machen.
In der Segment kriegt man... Segment wäre natürlich ziemlich ineffizient. Man kann es zerschneiden. Aber ich wollte... Man kann ein Carpenter-Bett machen. Was ist das? Die Dark Pressure Plate. Da. Wool. Ach, das ist Rock Wool. Wie macht man das denn? Ich habe E gedrückt. Nein, nein. Das ist mir schon klar. Use. Zong, 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 zong. Ja, da wo 80 steht. Und was ist Rock Wool? Rezept.